Vielen Dank. Ich kann Herrn Gnathaus anknüpfen an das, was schon gesagt wurde. Und auch an das, was ich vor wie langer Zeit schon mal hier zum Besten gegeben habe. Ich werde zum Teil, wird sich das ein bisschen wiederholen, aber zunächst mal zwei Worte dazu, warum ich hier ohne Zögern zugesagt habe auf die Anfrage, ob ich nochmal sprechen wollte. Zum einen die nächsten Wahlen. Zum einen die Frage der Montagsdemos. Manche sagen ja, wozu macht man das jetzt überhaupt noch? Und die andere Frage zu den Wahlen. Manche waren oder sind weiterhin ziemlich enttäuscht von den Grünen. Ging mir auch so eine Zeit lang, ging mir auch immer noch so mit manchen oder vielen. Aber auf der anderen Seite muss ich mir auch fragen, was haben wir eigentlich erwartet? Dass die CDU-Regierung abgewählt wird und plötzlich ändert sich alles? Oder dass wir den guten Opa Heiner Geißler von unseren guten Argumenten überzeugen und plötzlich wird das Stuttgart 21-Projekt abgeblasen? Das wäre ja schön, wenn es so wäre, aber so ist es nicht, weil dahinter stecken Interessen. Schwere Interessen, milliardenschwere Interessen. Und man sagt ja auch, Stuttgart 21 ist die größte Freiluft-Fortbildungsveranstaltung der Republik oder auch die größte Open-Air-Volkshochschule. Und deshalb ein kleiner 10-Minuten-Crashkurs zum Thema Interessen, Privatisierung, Investoren. Wer steht eigentlich hinter dem Projekt Stuttgart 21 als erstes gefragt? Das ist die Bahn. Ist Stuttgart 21 ein Bahnprojekt? Nein, Sie alle wissen, die Bahn hat, das war anfangs mal der Fall, der damalige Bahnvorstand vor 20 Jahren, Heinz Dürr, hat diese Projekte ans Leben gerufen. Es war so gedacht, die Privatisierung der Bahn berechtigt dann die Deutsche Bahn AG, öffentliches Eigentum, Schieneneigentum zu verkaufen und daran zu verdienen. Dadurch sollte sich Stuttgart 21 finanzieren, wie wir alle wissen. Der nächste Schritt war aber, dass der Nachfolger Ludewig das Projekt abgeblasen hat und dann kamen eher die Politiker ins Spiel. Ich zitiere aus der aktuellen Ausgabe der Kontext-Wochenzeitung. Während der damalige Bahnchef Hartmut Meder, das bezieht sich auf die Zeitung 2000, sich zierte, den Stuttgarter Hauptbahnhof zu vergraben und die Hochgeschwindigkeitsstrecke über die Schwäbische Alb zu legen, wollte die Landesregierung beide Prestigeprojekte und das um jeden Preis. Ist Stuttgart 21 also ein Projekt der Politiker? Ja und nein. Die Politiker wollen sich natürlich immer gerne mal ein Denkmal setzen. Der vorige Bürgermeister war ein Musterbeispiel dafür, der wollte sich ganz viele Denkmäler setzen. Aber anders als zu Zeiten von Herzog Eberhard Ludwig, kann der Politiker heute nicht mehr einfach in die Kirchenkasse greifen und irgendwo in Schloss Ludwigsburg in die Pampa setzen, sondern er ist abhängig, erstens, von Wählerstimmen und zweitens, von Geld. Die Politik ist notorisch klamm. Dies Geld, also die Investoren. Wer sind die Investoren? Ja, Wirtschaft, klar. Und das möchte ich ein bisschen auseinanderdröseln. Und fangen wir ganz von vorne an. 1994 war nicht nur das Jahr, in dem das Eisenbahnneuerungsgesetz in Kraft trat, das eben die Bahn sozusagen privatisiert oder halb privatisiert hat, sondern auch das Jahr, in dem die neue Zentrale der damaligen Südwest-LB, heute LBBW, eingeweiht wurde. Die saß vorher im Zeppelin-Carré. Das Zeppelin-Carré wurde dadurch frei und war, wenn ich jetzt das Zitat finde, ein Pilotprojekt für die Revitalisierung eines innerstädtischen Quartiers. Das ist nicht zu lange, das ist die Aussage des Buchs über das Zeppelin-Quartier, was heute noch auf dem Markt ist. Wer ist in dem Fall der Investor? Der Investor war die Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds, DEGI. Die Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds war ursprünglich von der Dresdner Bank aufgelegt worden und dann wurde die Dresdner Bank von der Allianz übernommen, dann kam die Finanzkrise, dann wurde die DEGI an die schottische Aberdeen-Gruppe verkauft.
Dann hat die Allianz rechtzeitig noch schnell ihre eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht und dann saßen die Angeln auf dem Trockenen. Und was ist so ein Immobilienfonds eigentlich? In dem Fall handelt es sich um einen offenen Immobilienfonds. Da könnte jetzt jeder von Ihnen, der, ich weiß nicht genau welchen Betrag, aber relativ kleine Beträge, schon 5.000 Euro geerbt hat, sagen, da lege ich mein Geld an. Falls Sie das gemacht haben, kontrollieren Sie es mal. Die offenen Immobilienfonds gibt es heute in dieser Form eigentlich kaum noch, weil diese alle baden gegangen. Aus demselben Grund, weil die Kleinanleger investiert haben, die Projekte ins Leben gerufen wurden, dann baden gegangen sind und abgezogen wurden. Auf das Zeppelin-Carré bezogen heißt das. Die DG hat 261 Millionen Euro Anschaffungspreis bezahlt, 72 Millionen in die Renovierung gesteckt, also zusammen 333 Millionen und anschließend 2008 an Goldman Sachs verkauft für 150 Millionen. Ein Verlust von 183 Millionen. Das kostet diejenigen, die den Immobilienfonds aufgelegt haben, kein Pfennig. Die haben ja schon verkauft. Die Anleger? Ich glaube, die Prozesse sind noch nicht abgeschlossen. Das ist der offene. Es gibt auch den geschlossenen Immobilienfonds. Es wird ja zum Beispiel viel ist thematisiert worden, die ECE, die Einkaufscenter-Entwicklungsgesellschaft, die demnächst das große Center am früheren Güterbahnhof eröffnen will, das größte Shoppingcenter in Baden-Württemberg. Die haben aber die Immobilie schon wieder zu 78% verkauft an einen geschlossenen Immobilienfonds, den Hamburg Trust. Das ist also, investiert wurde in das ECE 555 Millionen. Ich weiß nicht, ob der Grundstückspreis da schon drin ist. 78%, wenn Sie ungefähr ausrechnen. Ein geschlossener Immobilienfonds heißt, dass die Anleger ihr Geld nicht zurückziehen können. Es sind auch größere Beträge. Das heißt, das ECE gehört zu 78% einer Gruppe von vielleicht 20 privaten Eignern. Dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren Interessenten, also die in diesem Immobilienpoker hier mitspielen in Stuttgart. Also mit dem Zeppelin-Carré, wie gesagt, hat es angefangen. Dann gibt es ungefähr 15 ganze Häuserblocks im Innenstadtbereich, die komplett abgerissen und neu gebaut wurden oder eben wie das Zeppelin-Carré revitalisiert wurden. Die immer so Investitionsbeträge normalerweise im Bereich von ungefähr 100 Millionen gekostet haben. Also wir wissen alle, das Postquartier, das Bülow-Carré, wo jetzt Pick und Kloppenburg ist, das Zentrum nennt sich das, wo die frühere Landesgirokassenzentrale war, das Phoenixbau, das Gerber dann und hier zwischendrin nicht ganz so viele, aber insgesamt sind es ungefähr 15 große Baublocks in den letzten 20 Jahren. Einige der Kapitalgeber sind zum Beispiel Versicherungen. Gerber, württembergische Lebensversicherung, gleich gegenüber das Kaleido, württembergische Gemeindeversicherung, WGV. Versicherungen haben immer dafür gesorgt, dass sie ohne Risiko Einkommen kriegen. Wenn sie nicht genügend Einkommen haben, wenn die Bilanz negativ ausfällt, dann erhöhen sie die Beiträge, ganz einfach. Deshalb haben sie viel zu investieren. Weitere Geldgeber sind aber auch Stadt und Land selber. Zum Beispiel das Land. Dieses Postquartier in der Lautenschlager Straße für die Reichspostdirektion ist von einem der größten Immobilienunternehmen der Welt, Heinz aus Texas, für 100 Millionen ausgebeint und innen neu gebaut worden und ist jetzt im Besitz der Baden-Württemberg-Stiftung. Die Baden-Württemberg-Stiftung ist vom Land gegründet worden, als die NBW an EDF, die NBW-Aktien an EDF
verkauft worden, dann, um das Geld irgendwo zu sparen und zu parken, um Steuern zu sparen. Daher haben die das Geld. Die Postdirektion ist außerdem zur Hälfte vom Land angemietet, ebenso wie die ganzen Baublocks an der Willy-Brandt-Straße und wie demnächst noch ein Großteil der Büros im Dorotheenquartier. Um es ein bisschen abzukürzen, es gibt dann noch alle möglichen anderen Geldgeber, zum Beispiel jetzt, wenn man von der Heilbronner Straße runterkommt, wird gerade das City Gate gebaut. Dahinter steht die Carlyle Group. Das ist eine sogenannte Private Equity Gruppe. Wird wahrscheinlich nicht vielen etwas sagen, was das ist, aber auch nichts weiter als eine Gruppe von privaten Investoren, die zusammenlegen, um einen großen Betrag zusammenzukriegen. Die wichtigste Rolle in Stuttgart spielen eigentlich zum einen die Immobilienfonds und zum anderen die Projektentwickler. Die Grundstücke kaufen, das Geld investieren und dann anschließend das fertige Projekt weiterverkaufen. Dazu gehören zum Beispiel die Unternehmerpaar Bülow, die an der Heilbronner Straße, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Quadratmeter Büros erstellt haben, jetzt das Bülow-Quartier und noch weiteres, ein Hochhausturm in Feilingen oder Phoenix Real Estate, die haben sich, soviel ich weiß, anlässlich dieses Phoenix-Baus, ehemalige Landesgirokasse, gegründet und sind jetzt zum Beispiel dabei, das Gerber zu bauen. Ja, ich will es jetzt mal dabei belassen, da kommen natürlich noch mehr dazu, Banken und so weiter, Immobilienmakler, da wären noch viele zu nennen. Aber nochmal Fazit, woher kommt eigentlich das Geld? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das sind einzelne böse Männer, wie eine Karikatur, Kapitalisten, sondern wenn Sie an den offenen Immobilienfonds denken, es können durchaus du und ich dabei sein. So wie die Tatsache, dass die Immobilienpreise in Stuttgart auf eine Rekordsumme steigen. Sie wissen, da gegenüber das Café kann man als Café nicht mehr betreiben, in bester Lage ständig überlaufen. Trotzdem kann man es als Café nicht mehr betreiben, weil der Vermieter zu viel Geld dafür will. So ist es auch mit den Läden. Also, auf der einen Seite gibt es sehr viel Geld. Das hängt natürlich mit der globalen Ungleichheit zusammen. Da macht im Moment das Buch von dem französischen Ökonomen Thomas Piketty Furore, der wird aber erst im nächsten Jahr wahrscheinlich in deutscher Sprache übersetzt erscheinen, bisher nur in Französisch und Englisch. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weltweit immer weiter auseinander. Das oberste Prozent hat so viel wie die untere Hälfte zusammen. Und in Deutschland ist es in Europa am extremsten. Und diese Gelder, die da oben ankommen, bei den wenigen, nicht nur bei dem 1%, sondern unter Umständen auch bei 30% oben, das sind Gelder, die nicht mehr investiert werden können, weil es keine ausreichende Produktivkraft gibt, keine Kaufkraft, die Produkte kaufen können. Dann will man das anlegen, und zwar mit Profit, obwohl die Wirtschaft nicht wächst. Und die Idee ist, Finanzen haben sich als riskant erwiesen. Sie erinnern sich an die Hedgefonds, an die Asienkrise und so weiter. Also geht man auf Immobilien, nur mal sicher. Wird Ihnen jeder Bankberater von der LBBW oder sonst wo sagen. Dadurch sind sehr viele Gelder vorhanden, hier Grundstücke zu kaufen, Häuser abzureißen, neu zu bauen. Ein sehr großer Druck, um die Städte zu verändern, nicht nur Stuttgart, das passiert weltweit. Sie können sich das angucken. Es gibt diese Fotogalerie F75 am Marienplatz, da war meine Ausstellung über Baku. Da kann man das genauso sehen, wie die Hochhäuser aus dem Boden schießen. Und es hängt nicht damit zusammen, dass diese Gebäude gebraucht wurden, sondern dass man den Anlegern erzählen kann, Gebäude wurden gebraucht. Auf der einen Seite der Reichtum, auf der anderen Seite die Armut. In Stuttgart ist es soweit,
Insgesamt ist es soweit, dass jeder sechste Vollzeitbeschäftigte seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann. In Stuttgart ist es soweit, dass auch ungefähr jeder sechste im Innenstadtbereich hoffnungslos überschuldet ist. Jetzt frage ich, woher kommt das? Der höchste Anteil an unseren Lebenshaltungskosten ist die Miete, ganz einfach. Jeder sechste in Stuttgart ist hoffnungslos überschuldet, in den Innenstadtbereichen von Stuttgart ist hoffnungslos überschuldet, weil er die gestiegenen Mieten, das Einkommen nicht mehr mitkommt. Ja? Da haben wir unrühmliche Beispiele und bin gleich am Ende. Einmal die SWSG, die mittelschlechte Wohnlagen als gut deklariert und damit hohe Preise verlangt. Anderes Beispiel, die LBBW Immobilien, der Verkauf an die Patrizia AG. Wer ist Patrizia AG? Ein Verband von Versicherungen. Und wer ist LBBW Immobilien? Das war bis 2007 die Landesentwicklungsgesellschaft. Jetzt in Wikipedia finde ich dazu, zu den Hauptaufgaben der Landesentwicklungsanstalten gehört die Schaffung erschwinglichen Wohnraums für Familien sowie die Förderung infrastrukturell unterentwickelter Gebiete. Diese Landesentwicklungsgesellschaft wurde 2007 umdefiniert zu einer privaten Tochtergesellschaft der LBBW, die folglich nicht mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen soll, sondern Profite schaffen soll für die Bank, die ja im Besitz des Landes und der Stadt ist, zu großen Teilen, und jetzt verkauft wurde. Warum? Weil die Bank sich mit Immobilien in Rumänien verspekuliert hat und Schulden gemacht hat und vom Land mit einem Kredit von 5 Milliarden Euro versorgt wurde, mit einer Bürgschaft von 11 Milliarden und so weiter und so weiter. Kurzes Fazit, mit wem haben wir es zu tun? Zum Teil vielleicht sogar mit uns selber, aber auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen lokalen und globalen Akteuren, die ganz, ganz viel Geld haben und mitbringen. Also kann man nur sagen, viel Feind, viel Ehr. Auf der anderen Seite ist es so, diese Gelder, mit denen wir spekulieren, sind größtenteils fiktiv. Das Geld, mit dem weltweit gehandelt wird, ist 75 Mal mehr, als es dem entsprechenden Weltbruttoinlandsprodukt entspricht. Halt Mafia! Mafia! Überlasse ich Ihnen die Schlüssel daraus und informieren Sie sich weiter und machen Sie weiter mit Film. Nach einem solchen Beitrag kann man nur sagen, gute Nacht, schlafen wir wohl. Wie sollen wir sowas ertragen? Vielen Dank, Herr Heißenbüttel. Ruhiger Sachvortrag, sehr unruhige Gefühle in uns.